The Walking Dead, Dead City, eines der neueren oder das erste der neuen Spin-offs zu der The Walking Dead Zombie-Serie, ist ja mittlerweile schon in den USA etwas länger raus und in Deutschland jetzt auch schon mittlerweile, naja, ein paar Tagen bis hin zu ein paar Wochen. Ich hatte jetzt vor kurzem Zeit und habe mir dieses Spin-off in einer Session komplett reingezogen. Und was meine Meinung dazu ist, beziehungsweise was ich gut fand, was ich nicht so gut fand und was meine Hoffnungen und Vorstellungen und Wünsche in die zweite Staffel sind, das erfahrt ihr in diesem Video und deswegen bleibt gerne dran, wenn ihr es erfahren möchtet. Und damit heiße ich euch direkt herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, wir mussten jetzt lange zappeln und Gott sei Dank ist es ja mittlerweile soweit, dass wir The Walking Dead, Dead City, das Negan und Maggie Spin-Off in Deutschland in deutscher Fassung sehen können. Leider nur an alle Kunden, die Magenta TV haben, was ich persönlich ultra schade und scheiße finde. Deswegen werde ich hier eine dicke, fette Spoilerwarnung am Anfang raushauen. Ich werde definitiv auf den Inhalt dieser Serie eingehen. Und da ich der Meinung bin, dass wahrscheinlich nicht wirklich viele Leute Magenta TV sich explizit nur für The Walking Dead, Dead City jetzt geholt haben oder geschweige denn es vorher vielleicht hatten, hier auf jeden Fall eine Spoilerwarnung, es wird zu Spoilern kommen. Heißt, wenn euch meine Meinung trotzdem interessiert und euch die Spoiler egal sind, weil ihr die Serie entweder gar nicht sehen wollt, weil sie nur auf Magenta TV ist oder euch halt später angucken wollt, dann bleibt gerne dran. Ansonsten, auch wenn es mir leid tut, schaltet lieber ab. Nicht, dass ihr gespoilert werdet von was, naja, ihr nicht gespoilert werden wollt. Aber legen wir jetzt mal direkt los. Vorweg würde ich gerne meine allgemeine Meinung zu der Serie sagen. Und zwar, ich bin positiv überrascht, aber tatsächlich doch ein bisschen, nicht wirklich traurig, aber ich habe so ein leicht ungutes Gefühl, als ich mit dieser Serie zu Ende war. Zumindest mit Staffel 1. Alles in allem würde ich sagen, mir gefällt die Serie schon gut. Es ist ein durchschnittlich gutes Spin-off. Es ist jetzt nicht was, wo ich sagen würde, oh mein Gott, das ist das Beste, was wir je gesehen haben. Es ist aber auch nicht das Schlechteste. Erstmal, was ich super genial finde und was einfach perfekt ist für The Walking Dead und was ich gerne mehr in The Walking Dead sehen würde, war das Setting. Manhattan, New York. Eine riesige Stadt, die zum Teil leergefegt ist, weil nun mal halt irgendwie sehr viele Tote da sind, aber auch gleichzeitig befüllt mit Toten, weil halt nun mal, naja, sehr viele Tote da sind. Ich fand dieses Setting bombastisch, wo Maggie und Negan das erste Mal auf der Insel waren und man durch die Stadt gegangen ist, habe ich mir gedacht, das ist das, was in The Walking Dead echt gefehlt hat, zum Teil. Weil dieses gleichzeitig bedrückende, leere Gefühl, aber auch gleichzeitig hinter jeder Ecke könnte eine Horde lauern, ist einfach top eingefangen. Was ich weiterhin super geil fand, ist einmal Negans Charakter weiterhin und auch Maggies Charakter. Man muss sagen, Maggie hat in den letzten Staffeln, oder sagen wir mal in der, bis Staffel 10 hat Maggie ein bisschen an Interesse abgenommen. Staffel 11 hat ihr dann doch nochmal ein bisschen gut getan, zumindest die Hälfte Staffel 11. Und hier, finde ich, hat Maggie einen großen Schritt in eine weitere richtige Richtung gemacht. Nummer 1, ich finde sowohl Maggies Design, also optisches Design, von der Frisur bis zu den Klamotten, bis zu den Waffen, bis zu allem, wie sie sich verhält, super geil. Es passt, es ist super gut abgestimmt auf diese neue Zeit, die wir halt in The Walking Dead nun mal jetzt erleben. Ähnliches bei Negan, sein Design, ob es jetzt von seinem Alterungsprozess, der natürlich auch anhand des Schauspielers halt hängt, aber auch sein Design an Klamotten. Überhaupt die Designs an Klamotten und überhaupt in momentan der Welt von The Walking Dead, finde ich, ist einfach genial, weil man sieht, es ist zwischen Ende der normalen Zivilisation, bedeutet, es gibt keine Produktionsstätten für ordentliche, modische Klamotten mehr und wir kriegen es aber gerade so selber hin, uns irgendwie Klamotten zusammenzunähen. Finde ich, ist super geil, gefällt mir mega, hat mir auch am Ende von, oder hat mir auch in Staffel 11 von The Walking Dead super gefallen. Ein wichtiger Punkt, wir befinden uns hier in Dead City einen großen Schritt in der Zukunft. Also wir sind echt ein paar Jahre, ich weiß gerade tatsächlich nicht mehr wie viel, fünf, waren es 3, 4, 5, 7, 8, ich weiß nicht. Ich blende es hier ein. Auf jeden Fall befinden wir uns weit in der Zukunft von Ende Staffel 11, was ich anfangs für unnötig gehalten habe und auch nicht verstanden habe, wofür es essentiell wichtig ist, so einen weiten Sprung zu machen. Beim Gucken der Serie ist mir dann aber aufgefallen, warum es gar nicht mal so verkehrt ist, nur ich hoffe, der Kreis dahin wird auch irgendwann mit den anderen Spin-offs geschlossen. Denn wir bekommen hier zu Gesicht, dass sich die Zivilisation langsam wieder aufbaut. Wir haben einen neuen großen, ich sag mal, Regierungsvorstand, New Babylon, wie sie immer sagen. Ich verstehe nicht, warum sie das komisch aussprechen. Ich würde Babylon sagen, hört sich besser an. Auf jeden Fall hat sich da eine neue Regierung, nenne ich es mal, gebildet, die für Recht und Ordnung sorgt, die mit
Marshals, also sheriffmäßigen Leuten, Regeln durchsetzen möchte. Ob die das auf die gute oder schlechte Art machen, das ist definitiv keine Frage. Sie sind nicht besser als das Commonwealth, sagen wir es mal so. Nichtsdestotrotz finde ich diese Idee, diesen Ansatz zu zeigen, okay, die Zivilisation geht ein wenig wieder bergauf. Es versuchen sich wieder Normalitäten einzufinden. Also der Anfang ist ja, Maggie ist in einer Bar und da wird Alkohol ausgeschenkt. Die spielen Billard, so nach Motto. Und es ist einfach geil. Ich finde dieses Setting ganz cool. Auch werden wieder viel mehr Autos benutzt, da sie anscheinend gelernt haben, Treibstoff selber herzustellen, was ich auch super geil finde. Das ist wieder ein Schritt Richtung, okay, es baut sich langsam wieder alles auf, weswegen ich diesen Zeitsprung eigentlich sehr, sehr feiere. Auch in der neuen Kolonie von Maggie oder die sich um Maggie versammelt hat. Ich weiß nicht, irgendwas mit Brick heißt, Bricktown oder sowas in der Richtung. Lustig, weil es alles aus Ziegeln gebaut ist. Ist echt ein kracher Gag, AMC muss man sagen. Dort wird Schule wieder groß geschrieben. Ja, die Kinder, die da sind, gehen zur Schule. Aber man könnte jetzt sagen, es ist sowohl was Gutes als auch was Schlechtes. Ich finde, es ist super genial, weil die Kinder kriegen was beigebracht, was sie jetzt brauchen. Welche Pflanzen kann man essen? Welche Pflanzen kann man nicht essen? Worauf muss ich achten bei? Wie töte ich einen Walker? Wie verhalte ich mich da draußen? Leise sein, aufpassen und. Es werden in dieser Schule den Kindern essentiell wichtige Sachen für diese Welt beigebracht. Super genial, habe ich mega gefeiert. Ich finde auch, dass die Walker vom Design her und der Art und Weise, wie sie sich verhalten, endlich wieder Richtung Staffel 2, 3 von The Walking Dead gehen. Wir haben einfach simple Walker, die schmal Probleme für Probleme sorgen, aber nicht mal das Hauptproblem sind. Und das, finde ich, haben sie ja auch gut geschafft. Sowohl vom Design her, als auch von der Einsätzen, also vom Einsetzen der Walker, wann man sie wo benutzt, top gelöst. Unabhängig davon war die schauspielerische Leistung, oder beziehungsweise nicht die schauspielerische Leistung, die Verbindung zwischen Jeffrey Dean Morgan und, fuck, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, von der Schauspielerin von Maggie, nach wie vor göttlich. Es hat super, super zusammengepasst. Die Chemie bei den beiden stimmt einfach. Das ist ja nichts Neues. Die zwei spielen ja in super vielen Serien oder Filmen auch einfach immer zusammen, weil sie auch privat sehr, sehr gut miteinander können. Was ich hier umso geiler finde, da sie in dieser Serie nun mal halt irgendwie eher Konkurrenten als Freunde sind. Aber die Chemie zwischen beiden einfach genial eingefangen. So, das waren auf jeden Fall, sag ich mal, die grundlegendsten Sachen, die ich ganz geil fand einfach. Geh mir mal ein bisschen auf die Handlung und den Plot ein. Wir haben ja schon in den Trailern gezeigt bekommen, dass unser neuer großer Gegenspieler der Kroate ist. Und was soll ich sagen? Meine Erwartungen an ihn waren enorm hoch. Ich dachte, das wäre so ein richtig kranker Badass-Motherfucker. Ist er auch zum Teil. Aber am Ende der Serie oder am Ende der ersten Staffel stellt sich dann raus, es ist eigentlich doch nur so ein kleines Lümmelchen irgendwo. Die Theorie, dass er ja zu Negans Gruppe gehört hat, zu den Saviors, oder eventuell selber mal der Anführer war, hat sich ja auch bestätigt, denn er gehörte wirklich zu Negans Gruppe. Negan hat ihn gefunden, wo er, naja, mehr oder weniger Suizidgedanken seines Lebens hatte. Und Negan hat das Potenzial in ihm erkannt und hat gesagt, hier, du bist ab jetzt mein, naja, Folterknecht. Und das war auch das Problem, denn der Kroate ist ein bisschen verrückt in der Birne und hat echt Bock, Menschen weh zu tun. Aber unter Negans Kontrolle hat er einen grandiosen, gravierenden Fehler gemacht. Und das war, ein Kind gefoltert und dementsprechend getötet. Und das ist ja wirklich wie Simon, der übrigens ein supergeiles Cameo in der Serie bekommt. Simon bekommen wir kurz zu sehen und es war super geil. Also Grüße gehen raus an Trevor Phillips, also GTA, der gleiche Schauspieler. Super geil, ich fand's mega cool. Aber das, was er gesagt hat, bei Kindern ziehen wir eine Grenze und der Kroate hat diese Grenze überschritten. Negan wollte ihn umbringen, hat ihm leider nur ein Ohr weggeschossen. Ja, und man denkt die ganze Serie über, okay, der Kroate will Rache. Der will einfach Negan tot sehen oder zumindest genauso quälen, so Auge um Auge oder Ohr um Eier, wie Negan irgendwie so verhältnismäßig gesagt hat. Und das ist bis zu einer gewissen Folge auch einfach immer das Einzige, was uns, naja, gezeigt wird, dass das der Verlauf der Dinge sein wird. Und da wurden wir am Ende dann ein bisschen enttäuscht, indem sich herausgestellt hat, nein, der Kroate hatte was ganz anderes vor. Der wollte keine Rache an Negan, er ist immer noch ein riesiger Fanboy von Negan und arbeitet mehr oder weniger für, ich nenne es mal, die neue Regierung in New York, Manhattan. Und die wollen da eine neue, naja, Kolonie machen und ja, Negan soll augenscheinlich der Anführer werden. Und das, weil er ja so, sag ich mal, Autorität und charismatisch und, wie sie am Ende sagt, wie ein Politiker sehr, sehr gut reden kann. Das war für mich so, wo ich dachte, okay, für eine erste Staffel ist das ein echt lames Ende. Für die zweite Staffel wird es wahrscheinlich interessant werden, ob Negan dem nachgeht, ob Negan in sein altes Muster zurückfällt. Ich fände es super geil, wenn er eine neue Lucille bekommt. Das wäre
unfassbar geil. Ob das passiert, sehen wir natürlich erst in Staffel 2. Aber am Ende finde ich, dass der Kroate als neuer Bösewicht, wie er angeteasert wurde, nicht ansatzweise in dieses Bild gepasst hat und eher enttäuschend war, finde ich. Die, ich nenne es mal Rebellengruppe, auf die Maggie und Negan dann ja treffen, ist auch eher so eine Wegwerfgruppe gewesen, finde ich. Das waren einfach, die waren Mittel zum Zweck. Es war jetzt kein großartiges Character Development da und ich fand die eher uninteressant. Das Einzige waren halt ihre Waffen, die waren ganz cool. Diese Nagelpistole mit einer Winde, wo man... Na, ja, die war ganz geil, also es war cool. Aber am Ende waren sie nur Mittel zum Zweck. Auch der große, ich nenne es mal Zombie-Wrestling-Kampf in der Arena, mehr oder weniger vom Kroaten, war, ja, war cool, aber auch alles irgendwie so unfassbar lang erstreckt. Und finde, dieser Arc hat Maggie nicht so gut getan, weil sie da einfach sehr, sehr patzig gewirkt hat und trotzig und trotzdem irgendwie am Ende überlebt hat. Denn man muss wissen, der Kroate hat herausgefunden, dass durch die vergammelten Leichen Methangas freigesetzt wird, was zum Antrieb für Generatoren, Motoren, was weiß ich, benutzt werden kann. Dementsprechend gibt da viel Strom und die ganze Kanalisation da ist halt voll. Und das vernebelt einem das Gehirn und Maggie ist auch die ganze Zeit am Pochen da drauf. Nee, ich will keinen Sauerstoff, ich halte das so durch. Halluziniert da rum, stirbt fast an dem, was sich ausgestellt hat, nicht wirklich eine Variante, sondern wirklich Blob-Zombie, der dann da halt war, den wir aus dem Trailer kennen. War halt einfach wirklich ein zusammengewachsen, zusammengeschmoddertes Zombie-Ding. Und das hat sie easy weggesteckt, obwohl sie quasi übel hart in Trance war und ist dann trotzdem da rausgekrochen und hat es halt überlebt. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ja, das war schon wieder Plot-Armor des Todes. Nichtsdestotrotz finde ich, dass Maggie in der Serie eigentlich relativ gut dasteht. Auch wenn sie und Negan sich gegenseitig dauerhaft anlügen und jeder irgendwie einen Zweck aus dem anderen herausziehen will. Und trotzdem verstehen sie sich irgendwo und alles ist ne und irgendwie und trotzdem ist Maggie immer noch nicht über Glenn hinweg und naja, und was soll ich sagen? Natürlich wird ja auch Herschel vermisst. Das habe ich ja noch gar nicht angesprochen. Der kleine Herschel wurde ja vom Kroaten entführt und das war alles inszeniert, dass Maggie Negan dem Kroaten ausliefert und dafür ihren Sohn bekommt. Und das war auch ein Punkt, den ich fand, das passt eigentlich, finde ich, nicht zu Maggie. Vor allem, also es passt schon, aber es war irgendwie schlecht irgendwie. Ich fand es nicht so genial gelöst. Allgemein muss ich sagen, der Plot um Herschel war so halbgar. Es war irgendwie das Ziel der ganzen Serie, aber am Ende war Herschel die ganze Serie über. Jedes Mal, wenn wir ihn gesehen haben, und ich war froh, dass wir ihn nicht oft gesehen haben, jedes Mal war dieser kleine Pisser einfach nur nervig. Ein klassischer Teenager. Der hat nur rumgemeckert, verständlicherweise, weil seine Mutter nur immer Augen für Negan hatte in Bezug auf Rache gegen Negan, weil Glenn tot und sie nicht darüber hinwegkam. In der Hinsicht war Herschel wirklich weit vorgeschritten, aber Gott, Herschel war so nervig. Oh mein Gott, das war das Einzige, wo ich gar keinen Bock hatte bei der Serie. Und ich habe auch keinen Bock, ihn in der zweiten Staffel viel zu sehen. Anscheinend wird er irgendwo irgendwie eine große Plotrolle spielen, weil die Big Bossin ihm einen Zeh abschneiden lassen hat und zu Negan gesagt hat, hier, du hilfst mir, sonst tue ich dem Herschel da weh. Und Negan irgendwie ja Herschel beschützen will, wahrscheinlich wegen einem leichten, schlechten Gewissen bezüglich Glenn. Und ja, natürlich das andere Kind, was auch noch war, ich habe ihren Namen legit vergessen, das, was Negan damit rumtransportiert hat, die einfach nie geredet hat. Ich muss sagen, die waren nur maximal nervig. Die hat aufgeregt, die war nervig, die hat mehr Scheiße fabriziert als eigentlich nötig. Und am Ende stellt sich raus, Negan hat sie nur mitgeschleppt, weil er ihren Vater getötet hat und ein schlechtes Gewissen hat und ihr was schuldig war. Und boah, das war so anstrengend mit ihr. Das war furchtbar, muss ich sagen. Ich hoffe, sie bekommt noch ein bisschen bessere Charakterentwicklung, weil so wie sie jetzt ist, war sie einfach nur nervig. Nur nervig, wirklich. Alles in allem muss ich sagen, es war so ein 50-50-Ding. Der ganze Plot und die ganze Story um Herschels Verschwinden, um den Kroaten, war alles ein bisschen halbgar. Die Action mit Maggie und Negan zusammen, gegeneinander, war top. Da war alles da, was ich haben wollte. Geile Fights, einen Negan, der wieder mal ein Arschloch sein kann, der ein lustiges Arschloch ist, der ein fucking geiler Badass ist. Und eine Maggie, die halt auch hau drauf ist, so wie sie sein sollte, aber halt nicht so dauerhaft weinerlich und ich mache alles nur für Glenn. Nein, hier war es halt alles für Herschel. Aber in dem Fall kann man es ein bisschen verstehen. Am Ende bekommen wir dann noch angeteased, dass halt New Babylon, Babylon, Babylono, bababa, was weiß ich, die neue Chefin da anscheinend, augenscheinliche Chefin von New Babylon, die will mehr über das Methan wissen, um halt, ja, irgendwie
da ihren Mehrwert rauszuziehen. Bedeutet, wir wissen schon mal, für die zweite Staffel wird sie der Big Boss sein, obwohl sie ja eigentlich als das Gutes dasteht, aber spätestens zu dem Punkt, wo wir gehört haben, Rauchverbot, Alkoholverbot, Drogenverbot und wir sitzen mit irgendeinem Marshall, der da, ach ja, die Marshalls waren ja auch noch irgendwie Teil der ganzen Story, die waren maximal unnötig, muss ich sagen. Die haben weder nach vorne noch nach hinten irgendwas gebracht, egal, lassen wir direkt beiseite deswegen, aber sie sitzen in ihrem Büro, rauchen und trinken und das war der Punkt, wo man wusste, okay, absolute Arschlöcher, verbieten es der ganzen Menschheit, aber machen es selber. Und sie, ihre Strafen für die Regelbrüche sind auch ein bisschen krass. Öffentliche Hinrichtung, mehrfacher Tod, mehrfache öffentliche Hinrichtung, alles so ein Zeugs. Und das war sowas, wo ich denke, ich weiß nicht, ob ich das in Staffel 2 gutheiße, dass da ein neuer Krieg, also ein Commonwealth 2-Krieg quasi angezettelt wird. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Ich hoffe halt einfach wirklich stark darauf, dass wir Negan in einer weiteren Arschlochrolle sehen, aber halt nur so einen 50-50-Arschloch. Ähnlich wie so ein Victor Strand in Fear the Walking Dead, der irgendwie schon ein Arschloch ist, aber einfach alles für seine Gunsten rauszieht. Obwohl man muss halt sagen, Negan ist halt einfach Negan und das hoffe ich, werden wir zu sehen bekommen. Wie gesagt, mit einer neuen Lucille wäre super krass, weil das wäre, glaube ich, nochmal, wo sein Charakter nochmal kurz den Bach runtergehen würde, im Sinne von, er wird wieder in das gleiche Arschlochloch fallen. Arschlochloch. Wort des Tages. Und das wäre super. Ich hoffe, wir bekommen in zweiter Staffel nicht so viel Rumgeheule von Herschel, beziehungsweise Rumgeheule von Maggie und Herschel zusammen. Maggie muss einen Abschluss finden, sonst wird ihr Charakter am Ende einfach nur kaputt geschrieben. Und ich hoffe, den Abschluss findet sie durch Negan, mit Negan, indem er irgendwas macht, was ihr zeigt, okay, hier, lass los. Sie sind ja auch eigentlich auf einem guten Weg gewesen, sich zu verstehen irgendwo. Beide verstehen den anderen halt, wie gesagt, aber es war halt sehr zäh. Am Ende muss ich sagen, ich fand's geil, wie es gemacht wurde. Optisch geil gemacht, szeneriemäßig geil gemacht, die Charaktere miteinander super gut fusioniert, kombiniert und. Die Story, wie gesagt, um Herschels Verschwinden, was ja im Trailer quasi als Hauptziel gemacht wurde, war halt, Herschel war halt das Ziel am Ende, aber das war halt wie so ein Super Mario-Spiel. Hey, Prinzessin Peach wurde entführt. Und die ganzen Mario-Spiele interessieren sich halt nicht wirklich für das Entführen von Prinzessin Peach, sondern einfach wirklich nur um den Weg dahin. Und der Weg ist halt immer lang. Und hier war der Weg lang, zäh und am Ende nicht belohnend genug, finde ich. Aber an für sich, ich würde, von 10 Punkten würde ich der Serie so eine 6 bis 7 geben. 6 bis 7 von 10 Punkten, weil es waren sehr viele Schwachstellen da. Es war sehr viel Fanservice da, finde ich. Und es ist auch, wie gesagt, schön zu sehen, dass diese Entwicklung gegen neue Zivilisationen wieder funktioniert. Das fand ich, wie gesagt, sehr geil. Was sie halt jetzt nur packen müssen, ist den Kreis zu schließen, um zu sagen, okay, diese, wie gesagt, ich blende es hier ein, diese so und so viele Jahre, die hier Dead City in der Zukunft spielt, die müssen wir mit den anderen Serien auch irgendwie aufholen. Weil The Walking Dead hat es ja und Fear the Walking Dead hat es ja einfach geschafft, dass sie jetzt mal in der Jetztzeit angekommen sind und bumm, kommt Dead City vorbei und puff, Zukunft. Weiß ich nicht. Finde ich, wie gesagt, ein geiles Setting, um zu sehen, okay, Entwicklung ist da, alles baut sich langsam wieder auf. Okay, ist geil, interessiert mich auch, aber auf einmal so aus dem Nichts einfach. Das fand ich ein bisschen lame. Und wie gesagt, der Kreis muss halt geschlossen werden. Am Ende finde ich, die Serie kann man sich gut angucken. Wenn man sie sich jetzt nicht anguckt, verpasst man jetzt aber auch nichts Wichtiges in Bezug auf The Walking Dead. Und vor allem, und das ist jetzt einfach meine Empfehlung, selbst wenn ihr euch die Serie angucken wollt, und auch wenn ich sage, sie ist an für sich eine gute Serie und ist okay, vollkommen okay für einen The Walking Dead-Fan sowieso wichtig, holt euch auf jeden Fall nicht extra Magenta TV nur um diese Serie zu gucken. Das lohnt sich nicht. Ich will hier natürlich niemandem sagen, man soll irgendwie über illegale Seiten das angucken, auch wenn man die Möglichkeit dazu hat, aber sich extra Magenta zu holen? Nee. Also wenn ihr sowieso vorhabt, Magenta zu holen, klar, ne, macht's. Ihr kriegt doch den Vorteil, ihr könnt euch auch Tales of the Walking Dead mal angucken. Wird auch ein Video zu kommen, finde ich, sage ich jetzt vorab, underrated, aber trotzdem fair rated, weil es irgendwo schon seine Macken hat. Wie gesagt, mache ich ein extra Video zu Tales of the Walking Dead. Aber wie gesagt, nur für Dead City kauft es euch nicht. Und wenn, dann guckt die Serie und kündigt das Abo von mir aus direkt wieder. Aber es lohnt sich nicht so krass. Es ist eine okaye Serie. Wie gesagt, alles, was ich in dem Video gesagt habe, sowohl Vor- als auch Nachteile, müsst ihr persönlich jetzt gegeneinander aufwiegen. Ich hatte jetzt das Glück, dass mein Vater Magenta-Kunde war oder ist. Dementsprechend ich dieses Magenta Mediathek oder Megathek, wie es auch immer heißt, Abo ja benutzen kann und darüber halt die Serie gesehen habe, was ich natürlich auch für Daryl Dixon und auch für The Ones Who Live benutzen werde, aber extra dafür würde ich es nicht machen. Wie gesagt, 6 bis 7, sagen wir mal 7 von 10 Punkten würde ich der Serie geben. Ist okay, ist nichts großartig Spektakuläres. Das, was ich an minimalen Spoilern, den ich versuche aus dem Weg zu gehen, und bitte spoilert mich nicht in den Kommentaren, falls ihr Daryl Dixon schon gesehen habt, alles, was ich
da an Spoilern durchgesickert ist von Daryl Dixon, ist auf jeden Fall Daryl Dixon jetzt schon besser als Dead City. Da bin ich mir ziemlich sicher. Am Ende kann ich jetzt nur sagen, ihr müsst euch natürlich euer eigenes Bild machen. Das ist jetzt so meine Meinung. Ich würde sagen, ich würde sie schon empfehlen für The Walking Dead Fans, aber es ist auch nichts, was man unbedingt sehen muss. Und wenn man es nicht gesehen hat, ist es auch nicht dramatisch. Ich finde, es ist eine durchschnittliche kleine Nebenserie. Ich persönlich hätte ein schönes Ende jetzt nehmen können und keine zweite Staffel gebraucht, weil sie müssen bei der zweiten Staffel echt liefern, sonst wird es nicht so gut ankommen. Und am Ende des Tages, ja, müssen wir einfach nur hoffen, beten und ja, gucken, was passiert. Ich freue mich definitiv jetzt auf die Daryl Dixon-Serie. Die dauert ja auch nicht mehr so lange, dass sie rauskommt. Irgendwann im Dezember soll sie auf Magenta TV kommen in Deutsch. Ich freue mich da drauf. Da habe ich echt mega Bock drauf. Und ja, was soll ich sagen? Am Ende muss es jeder selber wissen. Ich hoffe trotzdem, ich konnte euch irgendwie ein Bild von der Serie machen, eure Meinung dazu in irgendeine Richtung bewegen. Und wenn euch das Video gefallen hat und auch das überhaupt der Kanal hier, checkt doch gerne mal ein paar andere Videos aus. Hier kommen an für sich mindestens 2 Videos in der Woche rund um die Themen Filme und Serien, ob es jetzt wie dieses hier eine Review-Kritik ist oder einfach eine Theorie-Video, ein Meinungsvideo oder. Alles Mögliche gibt es hier auf diesem Kanal. Checkt ihn doch gerne mal aus, guckt euch mal um. Vielleicht findet ihr was, was euch auch interessiert und lasst gerne ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. So, jetzt möchte ich das Video nicht noch länger strecken, als es wahrscheinlich sowieso schon ist. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.